Wunderbar, das habe ich schon mal geschafft, in den zweiten Teil zu gehen. Huiuiui, die Wachen umgehen, ja. So, ihr seht, oben links hat sich jetzt wieder meine Punktzahl auf 0 geschraubt, sag ich mal. Liegt daran, dass ich jetzt einen neuen Bereich betreten habe. Also die Missionen sind immer in Bereiche unterteilt. Und unter anderem habe ich gerade einen Abteil, sag ich mal, geschafft. Und ich sabotiere jetzt einfach mal was. Ich habe das Radio kaputt gemacht. Die kommen jetzt hier hoch. Wenn ich dich gerade fertig mache, bring das Ding einfach wieder zum Laufen. Dann sehen wir, wer hier wen fertig macht. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt der jetzt her und checkt die Elektronik. Und das wird auch sein Fehler sein, denn ich werde mit meinen Silverballers auf ihn warten. Und sagen wir es so. Nichts gegen Penetration, aber manche Kugeln möchte man nicht im Körper haben. Scheiße, das wollte ich nicht machen. Egal, ruhig stellen ist auch ganz gut. Denn unter anderem kostet... Ja, kosten tut nichts, aber... ich krieg für einen Kill, also wirklich einen Nicht-Ziel-Kill, einen Tod, den ich an jemanden verursacht habe, der nicht mein Hauptziel ist, dafür kriege ich Minuspunkte. Die kann ich nicht so leicht ausgleichen wie jetzt ohnmächtig würgen, denn jetzt guck mal oben links. Leiche versteckt, Punkte weg. Also Minuspunkte weg. Ganz nett gemacht, also wie die auf sowas gekommen sind, also muss man ja auch schon so ein bisschen denken, um so ein System zu entwickeln, und den werden wir jetzt eliminieren. Ja, ich weiß, ich habe das gerade gesagt mit den Punkten, aber ihr wollt ja auch was sehen, oder? Man muss auch manchmal auf seine Punkte nicht so acht geben. So. Aber immerhin, ich krieg ja wieder ein bisschen Punkte, wenn ich die Leiche verstecke. So. Da oben ist ja nochmal einer. Ein Beweis habe ich gerade gesammelt, das ist so ein Sammelobjekt, also... Das muss euch nicht so interessieren. Metallrohr aber. Damit kann ich natürlich auch töten. Man kann mit viel mehr in dem Spiel töten. Jetzt warten wir mal. Wo rennt er hin? Was ist hier los? Wird sie nicht wissen. Alpha 4 erstattet Bericht. Nichts. Was war das für ein beschissener Bericht? So, Leute, ich mach mal eben was. Ich werde ihn umbringen mit der Stange. Du stehst auf Stange, habe ich gehört? Ja, hast du eine. So. Also normalerweise, wenn ich spiele, würde ich sowas nicht machen, denn ich würde ihn dann nur normal niederschlagen oder niederwürgen, je nachdem. Wegen den Minuspunkten und so, ne? Aber ich mache jetzt mal Ausnahmen. Rein aus Just for Fun. Und Benzinkanister kann ich nicht gebrauchen. Gehe ich jetzt auch mal weiter. Schlüsselkarte. Herrlich. Also jetzt komme ich auch in die Bereiche rein, wo Schlüsselkarten gebraucht werden. Das ist gut. Ich sehe schon den Ausgang auf der Karte. Ist das gut oder ist das schlecht? What? Hm. Jetzt kommen wir aber ganz hier im Balancing-Akte. Da ist Exit, da geht's hoch, ich gehe hoch. Oh! Aber wir werden sie nicht benutzen. So. Jetzt ist hier erstmal ein Ausgang. Das heißt, ich werde jetzt erstmal einen Cut machen. Ich hab die Zeit aus den Augen verloren. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich schon aufgenommen habe. Aber ich würde erstmal sagen, bis zum nächsten Part. Ich bin raus. Haut rein. You can fight, but you won't always win.